Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Hi, ich bin Martin Kuhner, bin 40 Jahre alt und wohne in Hamburg. Was machst du? Ja, ich bin Partner und Senior Consultant bei SwagLab. Bei SwagLab beraten wir Unternehmen rund um alle Fragestellungen der digitalen Transformation. Wir unterstützen aber auch bei der Softwareentwicklung oder auch bei der Prozessoptimierung. Und mein Fokus liegt da vor allen Dingen auf digitale Produkte und digitale Projekte, aber auch auf Change Management und Organisationsentwicklung. Ja, und wenn ich nicht gerade bei SwagLab tätig bin, dann bin ich noch Dozent an der Universität. Wie bist du da hingekommen? Wie bin ich da hingekommen? Das fragt man sich manchmal auch selbst. Auf jeden Fall über Umwege. Ich habe angefangen bei der Bundeswehr, habe auch über die Bundeswehr studiert, BWL mit dem Schwerpunkt internationales Management und Marketing und habe mich dann nach dem Studium entschieden, in die Wirtschaft zu gehen. Und hatte dann Stationen in der Otto Group, war bei der Sparkasse Finanzgruppe, bei Fielmann, bei Edeka und bin jetzt bei SwagLab. Wie habe ich mich fachlich entwickelt? Also ich habe erstmal angefangen mit klassische Projekte, viel Marketingprojekte, damals noch viel nach Wasserfall und hatte dann die Möglichkeit gehabt, mehr und mehr in die agile Arbeitsweise reinzuschnuppern und bin dann letztendlich vom Projektmanager zum Product Owner und habe am Ende Bereiche für Product Development und Product Management geleitet. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ja, das war eher zufällig. Also ich hatte auf jeden Fall nicht den Plan gehabt, in die IT zu gehen. Ich hatte schon immer das persönliche Interesse an Internet, an neuen Medien, an Digitalisierung und neben dem persönlichen Interesse hat sich dann beruflich einfach die Gelegenheit ergeben, dass ich mich stärker in die Themen reinentwickeln könnte und habe dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und war und bin damit sehr, sehr happy, weil es einfach ein dynamisches, schnelllebiges Thema ist, was mir Riesenspaß bereitet. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Das kommt ganz drauf an. Das hängt vom Projekt ab. Es kann keine Rolle spielen. Natürlich, wenn es um Technologie, um Softwareprojekte geht, dann spielt Softwarearchitektur natürlich eine entscheidende Rolle. Und da ist es wichtig, dass man das nicht einfach auf sich zukommen lässt und mal schauen, was passiert, sondern dass man eine Idee hat, einen Plan hat und dass idealerweise die Architektur auch zum Unternehmen, zur Organisation und zu den Menschen passt. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, nicht nur schlimmster beruflicher Moment, sondern eher schlimmste berufliche Phase war, als ich einen Job angefangen hatte und relativ schnell gemerkt habe, dass das nicht gut passt, dass ich da nicht glücklich werde und hatte mich dann trotzdem schwer getan mit einer Entscheidung, weil man ganz viele Gedanken im Kopf, man denkt, man soll sich nicht so haben, das wird schon alles wieder. Oder man lässt die Kollegen im Stich. Was bedeutet das für die berufliche Karriere? Und. Auf jeden Fall ganz schwierige Entscheidung, schwierige Phase. Am Ende habe ich mich dann doch entschieden zu kündigen und das dann relativ frühzeitig zu beenden. Und rückblickend kann ich sagen, es war nicht die einfachste Entscheidung, aber auf jeden Fall eine meiner besten Entscheidungen. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Da würde ich definitiv sagen Kommunikation und Empathie. Bei meinen Themen arbeite ich in der Regel im Team oder mit Teams zusammen und da ist Kommunikation essentiell. Gerade im Spannungsfeld zwischen Organisation, Technologie und Mensch habe ich schon oft erlebt, dass Themen nicht aus fachlichen Gründen gescheitert sind, sondern weil sie nicht verstanden wurden, nur unzureichend kommuniziert wurden. Deswegen glaube ich definitiv Kommunikation. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ich konzentriere mich aktuell auf drei Ziele. Zum einen möchte ich unser junges Unternehmen SwagLab weiterentwickeln. Ich versuche, mich als Dozent an der Universität zu etablieren. Und ich mache noch eine Ausbildung zum systemischen Coach und Change Manager. Das sind so meine drei Fokusthemen im Moment. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Inhaltlich spüre ich keine Einschränkung. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Job alle Möglichkeiten habe, also dass es an mir liegt, was ich draus mache.
Wenn ich so dann denke, wie manchmal Tage ablaufen, vielen Meetings, man sitzt viel vor dem Rechner, da verspüre ich dann als aktiver Mensch doch eine Einschränkung, also einfach die Bewegungsmangel, dass man nicht draußen ist, sich wenig bewegt. Das könnte man dann nochmal als Einschränkung nennen. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Ja, mach nicht jeden Modetrend mit. Man kann dabei ganz schön dämlich aussehen. Nein, Spaß beiseite. Also ich würde definitiv mein 18-jähriges Ich raten. Sei mutig, trau dir Sachen zu, scheu dich nicht vor Veränderungen, aber bleib bei allem zuversichtlich, optimistisch und positiv. Lach viel. Das Leben wird toll. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ja, ich würde euch gerne mit auf den Weg geben, dass egal was ihr macht, dass ihr schaut, dass ihr Freude daran habt, dass ihr Spaß daran habt, weil ich glaube, dann wird man auch automatisch gut in dem sein, was man macht. Und ich glaube auch, dass man einen Sinn, ein Warum man etwas macht, nicht einfach verordnen kann oder anordnen kann. Also schaut dafür euch selbst, was das bei euch ist. Und falls auch das mal nicht so ist, dass ihr nicht glücklich seid oder keinen Spaß daran habt, dann traut euch auch durchaus Veränderungen zu. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich bin ein sehr aktiver Mensch, bin viel draußen, bin viel unterwegs, reise gerne. Ich liebe Sport, egal ob Fußball, ob Triathlon, ob Yoga. Solange es mit dem Ball zu tun hat oder Bewegung, bin ich da immer mit viel Freude dabei. Wenn es mal nicht so aktiv zugeht, dann lese ich oder höre Podcasts. Ja, das war's auch schon von mir. Danke fürs Zuhören und ciao, ciao.